Ich begrüße die Folge Octopath Traveler. Das ist wahrscheinlich hier auch erstmal der letzte Part für ein paar Tage. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich das ja alles ein bisschen im Voraus produziere und jetzt nicht da bin. Und, deswegen. Okay, das probiere ich auch gar nicht erst. Und deswegen habe ich da jetzt nicht, habe ich keine Zeit zum Aufnehmen, weil ich eben nicht da bin. Und, kann demnach nicht mehr vorproduzieren. Ich habe jetzt 4 Parts geschafft und der müsste am Mittwoch kommen, wenn mich nicht alles täuscht. Und der nächste kommt wahrscheinlich am Samstag wieder. Das wollte ich nur kurz zu Beginn direkt sagen, dass ihr das wisst und gut ist. So, ich arbeite hier fern von meiner Heimat, aber meine Frau hat geschrieben, dass sie zu Besuch kommen möchte. Meine Arbeit ist ihr noch nicht erledigt und ich habe keine Zeit, sie abzuholen. Ich bete zu den Göttern, dass sie jemand Aufrichtiges findet, der sie auf diese Reise begleitet. Vielleicht ist es eine Hauptcharakterin aus dem Spiel, keine Ahnung. Es geht ein unheimliches Gerücht um, das ich kaum glauben kann. Die Leute aus dem Elendsviertel sollen einen Aufstand gegen die Hochgeborenen planen. Die Kollegen von der Garnison erzählen, dass sie ganze Wagenladungen von Waffen beschlagnahmt haben. Bei den Gedanken gefriert mir das Blut in den Adern. Ich frage mich, was der Fürst jetzt unternehmen wird. Funken der Revolution. Interessant. So, 3%. Maximale FP plus 80. Das wäre schon ganz geil. Ah. Und du so? Ist wohl schon eine Sünde. Ich versuche auf vielerlei Weise den verarmten Leuten des Lebens Gutes zu helfen. Ich wünschte, ich könnte ihnen selbst davon erzählen, aber ich wage mich nicht ins Elendsviertel aus Angst zu meinem Leben. Oh mein Gott, ey. Es scheint, als wäre sie nicht in der Stimmung, mit mir zu sprechen, geschweige denn mir zuzuhören. Ja, weil es den Leuten scheiße geht. Und du machst nicht besser, wenn du dir denkst, ja, gehe ich da halt nicht hin, weil ich bin ja voll der reiche Typ und so und bla bla. Gibt's hier noch eine Sidequest irgendwie oder so? Wir wollen natürlich möglichst viele annehmen, gibt's wirklich. Cool, bei dir hier. Hier ist eine Frau. Der kann ich auch nicht stehlen. Leibleck. Aber hallo, dieses Leuchten in euren Augen. Ich muss sagen, ich finde Gefallen an euch. Aber wehe mir. Seid nicht die Person, nach der ich suche. Ich habe das Gefühl, bereits mein gesamtes Leben nach diesem einem perfekten Menschen zu suchen. Alles klar. Also zum Stehlen. 100%, sehr gut. Ja, das würde ich sagen. So, und sonst? Diese Frau, ich glaube, sie könnte die perfekte Frau für mich sein. Ich habe großes Vertrauen in mein Schwert. Zahllose Schlachtfelder habe ich bezwungen, doch erst als ich aus dem Krieg heimkehrte, wurde es mir klar. Ich hatte gekämpft, doch nichts gewonnen. In dem Augenblick wurde mir klar, was mir wirklich fehlte. Meine Seelenverwandte, die perfekte Frau für mich. Und diese Frau, wie kann ich sie nur dazu bringen, mich wahrzunehmen? Die Geschichte von Tochter des dunklen Gottes. Ja, das klingt gut. So. Wie kann ich jetzt weiterhelfen? Keine Ahnung. Die Teilquest kann man wahrscheinlich nicht direkt machen, okay. Die haben wir alle schon bestohlen. Ich kann mal kurz gucken, wenn wir jetzt hier auf Journal gehen. Jetzt hier Sidequests, diese Frau. Vielleicht braucht man, da die anderen Charaktere dafür. So, da irgendwelche Aktionen macht mit denen oder so. Ich habe keine Ahnung. So. Oben ist noch jemand. Ah, mit dir habe ich auch schon geredet vorhin. Ist vielleicht hier im Haus noch jemand, der eine Sidequest hat? Oder ich kann gar nicht mehr rein. Durchs Fenster wieder? Geht das? Ja. Kommen jetzt hier auch Random Encounter oder sind die jetzt weg? Aber hier scheint keine Sidequest zu sein. Zumindest wird mir nichts angezeigt. Ich glaube, jetzt mal hier ein bisschen rum. Einfach so aus Interesse, ob hier noch Encounter kommen. Ja, ernsthaft. Vor allem, weil wir jetzt hier eigentlich, voll, ja, wichtig für das Haus sind. Weil wir ja eigentlich die Steine zurückbringen, aber trotzdem greifen die Wachen hier an. Vielleicht wissen die das nicht, keine Ahnung. Das ist ein bisschen seltsam gelöst irgendwie, aber okay, meinetwegen. Habe ich schon genug neue LBP, hießen die so, um mir, meine Fertigkeiten zu holen? Nee.
Scheinbar nicht. 100 brauche ich als nächstes. Schade. Dann gehen wir hier wieder raus, würde ich sagen. So, ich will jetzt auch weitermachen in der Story und mit den ganzen Sidequests und sonst was. Aber das Spiel scheint auf jeden Fall viel zu bieten, wenn wir jetzt schon direkt so 3 Sidequests bekommen haben. Und, ja, viel in der Hauptstory eben haben. Ich weiß eben nur nicht, wie das jetzt ist mit den anderen Charakteren, weil die werden mir auf der Karte jetzt angezeigt. Kann ich zum Beispiel jetzt einfach zu denen gehen und da irgendwie die Story starten oder? Ich habe keine Ahnung. Wäre interessant rauszufinden, denke ich mal. Ich gehe mal ganz kurz ins Armutsviertel, bis es da auch Sidequests gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich muss auch hin, weil für die eine Quest eben, ob da irgendwie, ob ich jetzt hier irgendwas rausfinden kann wegen dem angeblichen Aufstand hier. So, was sagst du? Ja, das ist auch das Gleiche. Was kann man bei dir stehlen? Hat sich mal, brauch ich unbedingt. Hey, wollt ihr euch einer Diebespanne anschließen? Naja, das hatte ich mir gedacht. Die Sache ist die Räuberei ist für meinen Geschmack zu anstrengend. Da möchte ich eigentlich die Bande verlassen. Doch zuerst muss ich einen Ersatz für mich finden. Das ist eine der Regeln von Marthas Bande. Ihr werdet überrascht, wenn ihr wüsstet, wie schwierig es heutzutage ist, verlässliche Gesetzlose zu finden. Okay, ja, brauche ich bestimmt auch irgendwie, meinetwegen jetzt Primrose, die kann Leute verführen. Und da zum Beispiel jetzt mit der ja reden, verführen und dem und die zu denen da bringen. Keine Ahnung, vielleicht so irgendwie. Ich weiß es nicht. So. Mach ich hier oben. Ist hier noch einmal zum Bestehen? Der Typ, das ist auf jeden Fall zum Bestehen hier da eventuell. Ah, da kann ich nicht stehen, schade. So, wir können euch helfen. Gruppe wechseln. Also beim Baumann kann man scheinbar die Gruppe austauschen, Geschichte lauschen. Hier kann man wahrscheinlich die anderen dann machen. Okay, makellos. Interessant. Ich bin noch verwirrt. Revolutionäres Schwert. Vielleicht muss ich das halt zu dem Typen bringen. Um zu zeigen, hey, guck mal, die haben voll das krasse Schwert da gehabt. Und jetzt startet vor die Revolution bei denen oder so, keine Ahnung. Ich gehe jetzt noch mal kurz zu dem Typen hin, aber ja, mehr machen kann ich eigentlich nicht. Aber ich bin gespannt, wie das eben sein wird mit den ganzen Geschichten, wie wir die anderen noch spielen können. Weil ich hab mal gedacht, ja, okay, man brauchte das also. Ist das so? Ihr habt alle Waffen der Armeen der Armen beschlagnahmt und sie besitzen nicht eine Klinge mehr? Die Götter seien euch gnädig. Das ist eine großartige Tat, wenn es denn wahr ist. Da sie nun keine Waffen mehr haben, müssen wir uns nicht mehr vor dem Volk und seinen Aufstandsplänen fürchten. Ja, dann versucht das Volk doch zu beschwichtigen. Meine Güte, das ist doch auch nicht gut so eigentlich. Ja. Um ehrlich zu sein, war ich früher einer von ihnen, bis der Fürst mich vor einem Leben auf den Straßen bewahrte. Ja. Ja, die Adeligen haben mehr Geld als wir, aber sie sind gerecht und gütig und misshandeln niemanden. Es ist für beide Seiten von Vorteil, wenn es uns gelingt, miteinander zu reden. Genau. Es ist besser, als einen Krieg anzusetzen, der alle nur noch ärmer machen würde. Wir stehen tief in eurer Schuld. Haben wir jetzt die Quest beendet, oder was? Scheinbar, okay. Habe ich jetzt die Waffen eigentlich noch, weil ich will mir das Schwert ausrüsten. Nö, scheinbar nicht, schade. Habe ich hier einen besseren Dolch irgendwie? Nee. Ja, ich habe nichts Besseres mehr, glaube ich. Doch, guck mal, die habe ich gar nicht ausgerüstet, den Eisenhelm. Toll. Okay, ja, dann haben wir jetzt noch die Quest mit dem Ei, wo wir das Ei irgendwie finden müssen. Und eben die untere Quest, wo ich absolut keine Ahnung habe, wie wir die machen sollen. Mit der Liebesbande eben. Dann werden wir jetzt endlich mal hier das Gebiet verlassen. Kann man hier. Ich wollte gerade gucken, ob man da vielleicht in der Overworld, sag ich mal, speichern kann, aber nee, es geht wirklich nur an Safe-Punkten scheinbar.
Oh. Ich wurde kürzlich von einem Monster attackiert und es erwischt mich am Bein. Seither kann ich es kaum mehr belasten. Ich frage wirklich nicht gerne, aber habt ihr vielleicht eine Heiltraube übrig? Ja, haben wir. Es ist scheinbar eine Sidequest. So. Ja. Puh, danke. Ich denke, jetzt kann ich wenigstens wieder gehen. Ihr habt mich aus einer echten Notlage gerettet. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ihr nicht angehalten hättet. Mein Name ist Kit. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater, der verschwand, als ich noch jung war. Seid ihr auch auf der Reise? Vielleicht treffen wir uns unterwegs ja einmal wieder. Geht gut auf euch acht, dann wird eure Reise sich ein gutes Ende finden. Ich habe als Kopf gehofft, dass wir sie vielleicht ins Team bekommen oder so. Ah, das ist ein R. Kit, der Reisende. Ups. Aber scheinbar nicht. Schade. So, eine Heiltraube. Wow. Ja, hätte bloß ein paar Meter runtergehen müssen, dann hätte sie die Heiltraube gefunden. Was soll's. So, halt ist ein Safe Point. Wir haben jetzt dann den Counter wieder. Ui, hi, was hast du denn? Angriff. Okay, gegen ein Schwert, das ist nicht effektiv. Also ja, das ist keine Schwäche, meine ich. Aber du bist wahrscheinlich geil. Dann boosten wir das direkt durch, würde ich sagen, und bin ich halt so rum. Nice, ja, wundervoll. Oh, dieses Kampfsystem ist so geil, ich liebe es. Unfassbar nice. So, was haben wir hier in dem Schild? Swarki und Felsfall. Südlicher Felspass. Was? Felsfallpass, ach so. Ich habe Felspass-Pass gelesen. Okay, dann speichere ich, glaube ich, hier wieder. Ja. Okay, wir haben schon ein bisschen was geschafft in dem Part, auf jeden Fall. Ich gehe erstmal hier rüber, würde ich sagen. Was hier so ist. Also hier oben geht es nicht weiter, scheinbar. Und es gibt mehr random Counter. Die sehen aus wie ein Digimon. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber es gab irgendwie ein Digimon, was so ähnlich aussah. Vielleicht denke ich daran, ein Bild einzublenden. Ey, was ist los mit euch? Nicht angreifen. Bist du schwach dagegen? Ja. Sehr gut. Das Kampfteam ist so geil. So. Vielleicht reicht das ja. Ja, sehr schön. Und gebrochen, nice. Ich kann jetzt einmal boosten, aber das ziehe ich mir noch auf, würde ich sagen. Ich greife jetzt an. Ich breche ihn nochmal. Und dann jetzt. Boosten bis zum geht nicht mehr. Und tschüss. Es ist einfach so geil, es ist so geil. Was war das? Benebente oder was war da? Keine Ahnung. So, was haben wir jetzt hier? Felsfall nach Klarach. Klaratsch. Klarak, wie auch immer. Okay. Oh, geht's nach oben. Das ist gut versteckt, der Weg hier. Ich meine, man kann die Truhe sehen, aber das ist trotzdem relativ böse versteckt, der Weg hier irgendwie. Und Encounter. Dum, dum, dum. Das ist ein geiles Scene. Oh, ich bin falsch. Ups, ich dachte, wäre auf Schatz gewesen. Das muss ich noch lernen, die Symbole mir angucken, richtig. So, aber ich kann jetzt direkt finishen, glaube ich. Tschüss. Bam! Das ist so geil! Mann, dieses Kampfsystem ist so gut. Ach ja. So, wo bin ich? Da bin ich. Hier ist scheinbar nichts. Da unten ist das Ei. Oder was? Auf dem Felsen da. Gute Frage, wie man da hinkommt. Oh, nervt mich ein Counter. Echt mal, stimme ich zu. Bam. Reicht schon hier so? Komm, yes, nice. Where's the nearest tavern? Das ist so geil. Es macht so viel Spaß. Ich find's voll schade, dass ich das Spiel jetzt eine Woche lang nicht mal spielen kann. So, südlicher Felsfallpass. Gott, dieser Name.
als ein Save Point, okay. Wir speichern mal. Okay. Wo führt mir das hier hin? Fans, Kammerbruch und Klarach. Klaratsch. Was auch immer. Erweckungskraut. Wo führst du hier hin? In eine weiteren Random-Encounter. Oh, neue Gegner. Irgendwelche komischen Wölfe. Okay, erstmal greife ich mit dem Dings an. Ach ja, das Ding hat vorhin den Boss vergiftet. Im letzten Part. Scheinbar. So, wenn der andere jetzt eh vergiftet ist, dann gehe ich mal auf das Schwert. Auf ihn hier. Okay, die haben keine Schwäche gegen meine Waffen. Dann wahrscheinlich das Lauffeuer. Jo, sehr gut. Bam, 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 bam. Ey, du darfst immer angreifen, was ist los mit dir? Dann boost man die jetzt tot. Ach, ein Divine ist dies. Der Name ist. Ist das das Grüne oder soll es das Gelb sein? Was hat nur so grün wirkt wegen dem Effekt oder was? Keine Ahnung. Wir heilen uns mal kurz bei dir. Sehr schön. Oh, das ist ein so ein geiles Team. Ich weiß nicht, wie man das nicht mögen kann. Es geht nicht meinen Kopf rein. Die Musik ist bisher unfassbar großartig. Und auch die, die ich schon aus der anderen beiden Demos kenne, war auch mega nice. Where's the nearest tavern? Gute Frage, Sirion, gute Frage. Gut, wo geht's hier hin? Das ist noch Schatztour auf jeden Fall. Das finde ich doch gut. Mit einem Windseelenstein. Okay. Und weitere Kämpfe. Okay, gegen euch ist das eigentlich nicht schwer. Out of my way. Falsch. Da. Und tschüss. Ach ja. Oh, guck mal. Ein Punkt vom Level Up. Schade. Das wäre jetzt so geil, ein Level Up zu bekommen noch. Was haben wir hier in der Richtung? Geht's zu weiteren Truhen, auf jeden Fall. Anregende Pflaume, M. Nice. Und mehr Random Encounter. Oh, zwei von euch, ernsthaft. Out of my way. Man nervt doch. Und tschüss. Einer ist schon mal weg, sehr schön. Und gleich bist du auch noch dran. So. Vielleicht hätten wir schon zwei. Nee, schade, das wäre auch zu gut gewesen. Windhieb. Aber jetzt bekommen wir ein Level, das heißt, wir werden wieder geheilt. Sehr schön. Und tschüss. Wundervoll. Ich mag ihn echt ganz gerne, den guten Sirion. Definitiv. Bisher mein Lieblingscharakter, aber ich meine, ich kenne auch keine anderen. Ich kenne halt Ulbrich ein bisschen aus seiner Story. From Ross kenne ich auch ein bisschen und Cyrus eben, aber naja. Kennen kann man das eigentlich nicht wirklich nennen, weil ich habe halt nur ein bisschen was von denen gesehen oder halt selbst gespielt und so, deswegen. Aber ihn kenne ich eben am besten, wie er so tickt und so. Und ich finde ihn echt großartig. Der hat zwei Dings diesmal. Zwei Schildanzeigen oder was? Hoffentlich stirbt er trotzdem bei zwei Hieben. Ja, okay, alles klar. Drei Hieben meine ich. So. Badabada, badabada. Ich brauche einen Safe Point. Das ist jetzt hier einer in der Nähe. Da oben war halt einer, aber ich will jetzt dort hochkommen. Aashöhle. Gefahrenstufe 20. Also ist hier wahrscheinlich Stufe 20 am besten, oder was? Also, dass man 20 als Stufe hat. Denke ich mal. Hier unten ist sonst nichts weiter. Toll. Okay, dann gehe ich offscreen wieder hoch zu dem Save Point, weil das wird sich ja keiner jetzt hier nochmal antun, denke ich mal. Und dann gucken wir uns im nächsten Part hier ein bisschen weiter um, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es am nächsten Samstag oder diesen Samstag eben weitergeht.
Es wird hoffentlich ganz cool. Bis dann und ciao. Bist nicht gestorben, ernsthaft jetzt? Bis dann und ciao. Ja, ich kann mich nicht mal ordentlich verabschieden. Euer Road, tschüss.